musste. Ich hätte es fast wissen müssen, dass das passiert. Ich hätte es wissen müssen. Und wir müssen da nochmal anfangen. Ich wusste es. Wieso wusste ich das? Dass es so laufen würde. Erstmal wunderbar mit der Spinne und jetzt muss ich 20 Mal versuchen, bevor ich es schaffe. Ne, dann mach ich hab's sogar gleich beim. Oh, und ich hab's sogar mal die Chain Gun genommen. Yeah, nicht die falsche Knarre. Nein. Warum will ich die aufsammeln? Und wir laufen da einfach dran vorbei. Denn da gibt's nichts. Und wir packen die aus. Komm. Immer ins Auge zielen. Erst schießen, wenn ihr das Weiße in ihren Augen seht. Ach. Warum fallen bei den Viechern dauernd Augenwitze ein? Die total schlecht sind und überhaupt nicht lustig. Und warum treffe ich die Viecher nicht? Hör nicht auf auszuweichen, das ist feige und gemein und das macht man nicht. Ich weiche euch doch auch nicht aus. Also, nur aus der See? Hin. Warum ist da oben eine Tür? Welcher Idiot hat diese Stadt gebaut? Wer soll denn eine Tür mitten in der Luft benutzen? Das ist totaler Schwachsinn. Stirb, Schädel. Rocket, yeah. Und die Tür geht nicht auf, toll. Wozu sind diese ganzen Türen überhaupt da, wenn sowieso keine einzige davon aufgeht? Immer dieses nutzlose Lückenfüllen oder. Ah, da kam der her. Okay. Der hat mich also ersch. Wo ist er hin? Er ist weg. Komm her. Stirb. Und. Ah, da war noch einer. Hat sogar zwei. Drei? Und. Was? Schnauze da unten! Ich bin hier der Boss. Glaube ich. Manchmal. Hin und wieder. Und. Kann ich da runterfallen und das Spiel? Nein. Ah, eine unsichtbare Wand. Ja. Damit bin ich außersehen aus dem Spiel fallen und nicht wieder reinkommen und. Geh auf. Oh ja, enge Gänge. Und keine Gegner. Ach, jetzt ist die Tür offen. Naja, ganz toll. War ja fast schon klar. So klar. Egal. Wir gehen dann auf und in die Tür. Links. Rechts. Eins. Und der hinter stirbt, aber der vordere nicht. Ne? Berserker-Modus. Reicht ihn nutzlos, oder wie haben wir das festgestellt? Ja. Oh, der tötet die Gegner recht schnell. Und wir verlieren dabei so viel Health. Oh! Nein! Ich bleibe bei meiner Schrotflinte. Im Berserker-Modus kann ich scheinbar nicht umgehen. Na komm. Aber die werden nur rein teleportiert, wenn ich vorne rausgehe, oder wie sehe ich das? Naja, dann eben so. Also Feuerbällen ausweichen, nachladen, Leute erschießen, von hinten erschossen werden, noch mehr Leute? Dämonen aus der Hölle, Leute, wo ist der Unterschied? Man muss so lange genug auf sie schießen, sonst sind aber alle tot. Und was ist das? Energiesaal, blauer Schlüssel. Und. Kelchen. Kann ich jetzt rausschießen, das kaputt schießen? Stirb. Nein. Welche Waffe will ich denn? Lalala. Ach komm. Steht zu weit weg, habe ich das Gefühl. Oh, ganz toll. Noch so einer. Ich stehe da vor der Tür und ich stehe da und sterb.
Ach komm. Na also, war das so schwer? So schwer war das doch gar nicht. So, mal kurz gehustet. Und wir nehmen wieder Helme auf. Die so gut wie gar nichts bringen. Und zur Hölle? Oh, ich hasse es. Oh, 2 Helfer. Ja, ganz toll, ganz toll. Kommt gleich ein kleiner Windstoß und ich bin tot. Oh nein, ich werde nicht laden. Warum eigentlich nicht? Habe ich irgendwie gesagt, ich will das ohne Laden durchspielen? Also ohne, ja, Missbrauch der Lade, der Speicherstände. Wann habe ich mir das einfallen lassen? Komm raus. Ja, die Wand ist unkaputtbar durch meinen Raketenwerfer. Na komm, jetzt. Oh! Der einzige, den ich töten kann, ist ich selbst, ja. Ich kann mich mit einer Präzision töten. Da werden viele Leute neidisch. Da muss man jahrelang dafür ausgebildet worden sein, bis man das wirklich so gut kann wie ich. Und warum nehme ich nicht gleich die Schrotflinte? Und was passiert, wenn ich die Waffe aufnehme? Nichts. Warum kommt mir das verdächtig vor? Ist da noch was? Komm, Geheimtür. Ganz viel Health und ultimative Rüstungen und ganz großen extra dicken Knannen und... Nein. Oder auch einfach nur nichts. Einfach noch ein Gegner. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Waffe effektiver ist als eine Raketenwaffe. Eine Schrotflinte. Effektiver als eine Raketenwaffe. Für wen klingt das noch absurd? Es sind wahrscheinlich ganz spezielle Hochexplosiv-Schrotflinten, alles vernichten und kaputt machen, Geschosse oder so. Und wir müssen zurück. In die Tür. Oder ist ein Roter? Ein Roter? Die sind irgendwie schneller, wenn ich mich richtig erinnere, und tödlicher und halten viel mehr aus. Und er klemmt in der Tür. Finde ich schön. Finde ich schön. So, die Nachbarn, na. Ich soll ihm echt mal loskaufen. Die Nachbarn sind echt scheiße, wenn ich aufs Fenster schaue. Und ein paar Vorhänge wenigstens, dass ich sie zuziehen kann. Und ich kann da natürlich nicht raus. Nein. Aber die Gegner können draußen rumlaufen. Also, Notiz, Vorhänge kaufen. Was zur Hölle? Was war das? Okay. Ja. Soll ich mir das jetzt Sorgen machen? Teen Mints. Keine Ahnung, was das heißt. Na komm. Und wir sind plötzlich irgendwo ganz woanders. Und kann ich hier jemand? Was ist das? Das ist ein Gegner, ich sehe ihn, aber ich. Da ist noch einer. Kann ich dich erschießen? Komm her, ich will dich von hier erschießen. Hier kannst du mir nichts tun. Toll, ich kann sie von hier nicht erschießen, wie es aussieht. Hier vielleicht? Boah, zack mit Munition. Ich sehe ihn, aber ich treffe ihn. Vielleicht treffe ich ihn doch. Ich treffe ihn. Komm, komm. Gut, 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 gut. Brav, das Hündchen. Brav. Brav, du. Verpiss dich. Oh, der ist tot. Der ist auch tot. Jetzt können wir loslegen. Und wir nehmen die Rüstung mal mit. Ja, ich wollte die andere Rüstung noch mitnehmen. Aus dem vorherigen Level. Aber da war das Level schon zu Ende. Und wir schauen erstmal und nehmen Backpack full of Ammo mit. Erhöht das halt auch die Munitionsvorrat? Weiß gar nicht, wie war das? Und noch ein Gegner. Wir sehen noch einen Gegner. Und da unten ist noch einer. Och, wir schießen einfach von hier aus, wenn es denn reicht. Stirb.
Oh! Ich glaube, das ist Munitionsverschwendung.